Dazu nehmen wir uns einfach mal eine fiktive Legierung. Eine Legierung L1. Die brauchen wir nur L zu nennen, wir machen nur eine. Und kühlen diese Legierung einfach mal gedanklich ab. Das machen wir hier auch daneben. Nehmen hier einfach mal L und L ist mein Legierungszustandspunkt. So, meine Legierung besteht aus den Komponenten A und B. Und diese Legierung hier hat welche Zusammensetzung? Dazu muss ich wissen, dass ich hier 100% A habe und folglich 0% B. Wie sieht es hier aus? Andersrum, ne? Genau. 100% B und 0% A an der Stelle. Reine Komponente B, reine Komponente A. Jetzt müssen wir uns unterhalten, was passiert, wenn wir mischen. So, jetzt kann man die Zusammensetzung dieser Legierung im Phasendiagramm direkt ablesen. Nämlich hier unten auf der Komponentenachse. Wie sieht das aus? Was würden Sie sagen? 50-50, finde ich auch. Sieht gut aus. Ja? Also meine Legierung L in diesem Fall besteht aus 50% A-Atom und 50% B-Atom. Wenn ich die abkühle, dann sinkt mein Legierungszustandspunkt bis auf die Liquiduslinie ab. Was ich hier male, ist eine sogenannte Abkühlkurve. Und diese Abkühlkurve hat im umgekehrten Sinn mal experimentell dazu geführt, ein Phasendiagramm überhaupt aufzubauen. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal. Es gibt Konventionen bei den Abkühlkurven. Wir fangen aber jetzt erstmal an, hier an der Stelle, und kühlen unsere Legierung ab. Jetzt kommt die hier und trifft auf die Liquiduslinie. Bis dahin war alles einphasig flüssig. So, jetzt fängt an, die erste Komponente zu erstarren. Welche Komponente erstarrt wohl zuerst? B. Wie kommen Sie auf B? Ja, B erstarrt zuerst, ist das richtig? Ja? Ganz genau. Ja? Ganz genau. Ja? Also B erstarrt zuerst. Ganz wichtig ist, es erstarrt immer die Komponente mit dem höheren Schmelzpunkt zuerst. Also beim Abkühlen gilt es. Ah, ich schaff's. Machen wir es nochmal. Das ist ganz wichtig. Das heißt, es erstarrt
Als allererstes die Komponente B. Jetzt ist es aber so, dass B nicht einfach als B erstarrt, sondern ich kann genau nachverfolgen, wie die Zusammensetzung meines ersten Mischkristalls sein wird. Und dazu zeichne ich, wenn mein Legierungszustandspunkt hier auf der Liquiduslinie angekommen ist, eine Parallele zur Gehaltsachse, bis ich die Soliduslinie schneide. Diese Linie bekommt einen Namen. Die heißt Konode. Ab dieser Temperatur T1 fällt mein erster Mischkristall aus. Und dieser Mischkristall hat die Zusammensetzung, die ich an der Soliduslinie ablesen kann. Das bedeutet, mein erster Mischkristall hat die Zusammensetzung, was meinen Sie, 98b, 2% A, so ist um den Dreh? Ja, würde ich fast sagen. Also, das ist blödsinnig. Ja, genau umgekehrt. Ich habe gerade gesagt, das ist der B-reiche Mischkristall, also 98% B und 2% A. Und genau dieser Mischkristall korrespondiert mit einer Flüssigphase, die ungefähr die Zusammensetzung noch 50-50 hat. Insgesamt hat meine Legierung natürlich 50% A, 50% B. Aber hier spaltet sich meine Legierung auf in zwei Phasen, nämlich eine Flüssigphase und eine feste Phase. Diese Kuller hier nennt man Phasenzustandspunkte. Und die Phasenzustandspunkte geben die Zusammensetzung meiner Komponenten bzw. meiner Phasen an während des Abkühlvorgangs. Okay. Und noch einen Stift kramen, in der Hoffnung, dass ich hier noch was zaubern kann. Das sieht gut aus. Also, machen wir hier nochmal. Geben die Zusammensetzung der Phasen während des Abkühlvorgangs an. So, die Zusammensetzung der Flüssigphase wird immer an der Liquiduslinie abgelesen. Die Zusammensetzung der Festphase wird immer an der Soliduslinie abgelesen.
und Ablesen der Zusammensetzung der Festphase an der Soliduslinie. Die Konode ist die Linie, die zwei miteinander im Gleichgewicht stehenden Phasen verbindet. Okay, wir müssen nämlich gucken, was passiert, wenn wir weiter abkühlen. Was passiert, wenn wir weiter abkühlen? Dann verändert sich meine Legierung natürlich nicht, klar. Ja, wenn ich 50-50 A und B habe, dann kann sich das am Ende auch nicht ändern. Das muss auch 50 A, 50 B bleiben. Aber wenn ich hier bei T2 angekommen bin, wenn ich bei T2 angekommen bin, dann kann ich ebenfalls meine Konode ziehen. Und stelle fest, der korrespondierende Mischkristall ist auf einmal viel A-reicher geworden. Denn der liegt ungefähr bei, ich würde jetzt mal sagen, 85B. Und 15a. Die Schmelze hat natürlich ein Problem. Wenn ich meiner Schmelze, meiner Legierungsschmelze, sukzessive B-Atome entziehe, weil die in den Mischkristall eingearbeitet wurden, dann muss meine entsprechende Schmelze, die Restschmelze, immer A-reicher werden. Und das sieht man hier. Die Zusammensetzung der Schmelze hier hat nämlich nicht mehr wie ursprünglich 50-50, sondern die hat hier, ich würde sagen, sieht auch aus wie 85. Das ist blöd, wenn wir das jetzt machen, weil dann sieht das aus, als wäre es immer gleich. Das ist es nämlich nicht. Dann sagen wir hier mal, sagen wir mal 80. 80a und 20b ist meine entsprechende Flüssigkeit. Ja. Diese Zusammensetzung, die variieren, je nachdem, wie die entsprechenden Linien verlaufen. Ja, das ist keine Gesetzmäßigkeit, dass das hier annähernd gleich ist, um Gottes Willen. Okay, das heißt, zu dem Zeitpunkt hier, zu T2, ist mein Anteil an B-Kristallen schon viel größer geworden. Und mein Abkühlverlauf als Funktion der Temperatur hier. Ach, das ist der falsche Stift hier. Ich glaube, ich habe ihn wieder erwischt. Als Funktion der Temperatur fängt an, schräg zu verlaufen. Warum ist es so? Warum ist es so? Sie erinnern sich an meine Frage nach dem Gipsbein. Was passiert? Wärmeabgabe. Ja, das heißt, selbst wenn ich abkühle, habe ich über einen bestimmten Zeitraum, hier haben wir die Zeit und hier haben wir die Temperatur bei den Abkühlkurven.
eine Abgabe an Kristallisationswärme, sodass der Abkühlverlauf nicht so schnell erfolgt, wie ich das eigentlich möchte. Und das wird signalisiert durch einen schrägen Verlauf in der Abkühlkurve. Also grundsätzlich gilt, ein schräger Verlauf in der Abkühlkurve zeigt immer, dass ich durch ein Zwei-Phasen-Gebiet laufe. Und bei der Abkühlkurve gilt das also. Ist also die Temperatur als Funktion der Zeit. Und es gilt, ein senkrechter Verlauf ist immer dann, wenn ich durch ein Einphasengebiet gehe. Und wenn ich durch ein Zweiphasengebiet gehe, wie hier, flüssig fest, dann habe ich einen schrägen Verlauf. Das heißt also, was hier passiert ist, ich habe hier, hier war T2, ich habe hier also die Schmelze. Ich habe, ne, machen wir die Schmelze, schreiben wir S. Das ist besser. Ja, dann bleiben wir bei L für Legierung und S für Schmelze ist besser. Also ich habe hier eine Schmelze. Hier geht meine Schmelze über in einen Mischkristall. Und dieser Mischkristall ist B-reich und bekommt daher den Namen Beta. Okay, also ich habe hier einen senkrechten Verlauf. Machen wir an der Stelle auch mal weiter. Ich habe den schrägen Verlauf. Es gibt noch etwas anderes. Ein horizontaler Verlauf ist ein sogenannter Haltepunkt. Das passiert, wenn ich eine Reaktion von flüssig nach fest habe. Und zwar, wenn diese Reaktion nicht langsam ist wie hier, sondern wenn die sofort stattfindet. Also, schlagartig. Das ist ein horizontaler Verlauf. Und das nennt man Haltepunkt. Das heißt, wir geben dem Baby jetzt noch Namen. Und dann haben wir eigentlich schon alles, was wir zu den Abkühlkurven brauchen. In Wirklichkeit sind diese Verläufe nicht senkrecht, sondern dadurch, dass sie tatsächlich jedes Mal eine Kristallisations- bzw. Erstarrungswärme haben, Wärme abgegeben wird beim Abkühlen einer Legierung, ist der Verlauf natürlich mit der Zeit schräg. Aber bei den schematischen Abkühlkurven hat man sich darauf geeinigt, diese Verläufe einfach senkrecht zu laufen, sodass man einfach weiß, okay, laut Konvention befinde ich mich in einem Einphasengebiet und sage, hier bin ich und kühle meine Kurve einfach senkrecht oder zeichne sie einfach senkrecht runter als Abkühlkurve. Machen wir einen kleinen Einschub. Ich würde gerne hier an der Stelle noch eine ganz kleine Frage stellen. Wie muss ich meine Abkühlkurve zeichnen für die reine Komponente B? Hier ist der Schmelzpunkt von B. Was muss ich zeichnen? Das ist flüssig.
ich bin einphasig. Und am Schmelzpunkt, beziehungsweise umgekehrt beim Abkühlen, am Erstarrungspunkt, was passiert hier? Richtig, ganz genau. Ich kriege einen Haltepunkt, weil ich einen schlagartigen Übergang habe von flüssig nach fest. Und ist das Ganze fest, verändert sich das nicht mehr, ja, verändert sich die Legion nicht mehr. Sie ist einfach schon mal ein Festkörper und ich gehe wieder senkrecht runter. Ja. So, Sie sehen jetzt aber hier, wir haben keinen solchen Haltepunkt. Warum nicht? Weil wir keinen schlagartigen Übergang haben, sondern wir haben dieses Zwei-Phasen-Gebiet. Ganz langsam passiert da erst was. Nämlich es fällt zuerst hier der erste Mischkristall aus und er wächst. Ja, mehr Atome lagern sich an. Die Körner werden größer. Das heißt, ich habe keinen solchen starken Übergang. Jetzt kommen wir nochmal genau zu Ihrer Frage hier. Da müssen wir nochmal ansetzen bei diesen Mischkristallen. Darf ich den Teil von der Abkühlkurve wischen? Okay. So, wir müssen nämlich noch mal ganz kurz was zum Mischkristall sagen hier. So, hier haben wir ja den ersten Mischkristall, der B-reich ist. Und den habe ich Beta genannt. Und jetzt machen wir das einfach mal so. Das sind B-Atome. Und das sind A-Atome. Ich male jetzt mal zwei unterschiedliche Mischkristalle auf. Wir haben einmal einen Substitutionsmischkristall. Und wie hieß der zweite? Die zweite Möglichkeit? Einlagerungsmischkristall, richtig. Und jetzt machen wir das mal für den Beta-Mischkristall, nämlich unseren, der hier entstanden ist. Wie sieht der aus? Der sieht nämlich so aus, dass einige A-Atome sich in einem Grundgitter von B-Atomen befindet. Beim Einlagerungsmischkristall genau das gleiche, nur dass die Atome klein sind und auf den Zwischengitterplätzen liegen. So, das ist der Beta-Mischkristall, weil die Basis des Mischkristalls aus B-Atomen besteht. Ein Alpha-Mischkristall sieht genau andersrum aus.
Ach ja. Boah, es war zum Sonntag. Sehen Sie mal so, es ist ein bisschen eine Schwungübung fürs Handgelenk heute. Und ich mache das auch absichtlich so langsam, weil Sie die Chance haben, beim Mitschreiben schon mitzubekommen, um was es geht. Wenn Sie das nur lesen oder wenn Sie nur das Ergebnis im Buch sehen, dann wissen Sie tatsächlich wirklich nicht, was dahinter steckt. Genau, das war jetzt hier der Alpha-Mischkristall. Und da ist das besteht das Basisgitter aus A-Atomen. Ja, also die Frage war jetzt ganz berechtigt. Hier bei T2 habe ich noch nichts hingeschrieben. Diese gesamte Strecke, die durch mein Zwei-Phasengebiet verläuft, habe ich die Reaktion, dass die Schmelze übergeht in einen Beta-Mischkristall. Das geht so lange weiter, bis mein Legierungszustandspunkt auf die Soliduslinie trifft. Bei T3. Das ist ungefähr hier. Also hier war T1. Hier nochmal. Genau da. T2 ist hier. Und hier sind wir bei T3. Damit das hier tatsächlich mit den entsprechenden Temperaturen übereinstimmt. Ist das richtig? Ist das die richtige Höhe? Ich würde es eigentlich schon. Sie sollten diese Punkte auf die gleiche Höhe zeichnen, wie Ihre Phasenzustandspunkte im Diagramm sind. Na, die gehören dazu. Ja. Dann haben wir aber hier während der gesamten Zeit, die meine Legierung abkühlt und durch das Zwei-Phasengebiet läuft, wächst der Anteil an Beta-Mischkristall. Der wird also immer größer. Bis bei T3 der Legierungszustandspunkt die Soliduslinie durchstößt und ich alles einphasig fest habe aus entsprechenden Beta-Mischkristallen. Unterhalb der Soliduslinie habe ich keine Konode mehr, weil es sich nicht mehr in ein Zwei-Phasen-Feld aufspaltet. Ich habe nur noch eine Phase. Das heißt, mein weiterer Abkühlverlauf ist einfach senkrecht. Und ich habe einen Beta-Mischkristall. Manchmal steht hier gar nicht Beta, ja, sondern es steht hier einfach nur Mischkristall. Ich mache mal mit einer anderen Farbe, damit es nicht durcheinander kommt. Ich habe also hier S für Schmelze. Hier habe ich S plus Beta und hier habe ich Beta drin stehen, beziehungsweise Schmelze plus Mischkristall und hier unten habe ich Mischkristall drin stehen. Ja. Das bedeutet, dass ich hier eine vollständige Löslichkeit der Komponenten A und B habe und gerade wenn Sie englische Literatur sich anschauen. Da steht dann oft sowas. A, B,
SS. Das heißt, Komponente A, Komponente B, Solid Solution. Das ist nichts anderes als ein Mischkristall.